Jedes Mal, wenn ich ein Monster Schaden zufüge, wird meine Position mit einer zufälligen Kreatur getauscht. Und das kann auch ganz schön schief gehen. So, alright, Leute, es ist mal wieder Zeit, nach oben zu gehen. Hallo! Lasst unbedingt einen Like da, überprüft, ob ihr diesen Kanal schon abonniert habt. Wenn nämlich nicht, dann könnt ihr mich unterstützen mit einem einzigen Klick. Viel Spaß mit diesem Video! Eine Weile her. Wir spielen heute eine Challenge, die wirklich, ehrlich, ich habe die vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass ich diese mal angefangen habe. Es ist ein Jahr her, dass ich diese gespielt habe und man erkennt daran, dass es ein Jahr her ist, wenn ihr euch mal das Vergleichsbild der Handcam anguckt. Die Handcam damals sah so aus, mittlerweile natürlich ordentlicher, schöner und dann erkennt man auf jeden Fall, okay, wir befinden uns mittlerweile in 2022. Diese Challenge, ich bin damals vor einem Jahr echt daran verzweifelt, denn es hat mit einer gewissen, man muss sehr taktisch spielen, sehr überlegt, aber man muss auch ein bisschen Glück haben. Und das Glück sollte heute auf jeden Fall auf unserer Seite sein, aber ich habe auch Bock auf eine Challenge, die echt knifflig ist. Und es wird heute auf jeden Fall schwierig. Denn ich kann euch mal ganz simpel erklären, was die Challenge ist. Und dazu werde ich diese wunderbaren Kreaturen zur Hilfe brauchen. Und zwar... Nun ja, also... Hallo, die Kollegen gucken auch ein bisschen verwundert. Wenn ich nämlich heute irgendeiner Kreatur, Monster, was auch immer, Schaden zufüge, werde ich random teleportiert. Und zwar, ich werde getauscht mit einer anderen Kreatur. Und vermutlich wurde ich mit einem Schaf getauscht, das hier vorher stand. Und wenn ich jetzt diesem Schaf wieder Schaden mache, dann, wurde ich getauscht mit einem Skelett und bin auf einmal unter einer Höhle. Das ist nicht so gut, weil ich habe keinen Stuff. Ja, das ist halt, also, das ist halt jetzt echt sehr unlucky. Kriege ich das irgendwie hin? Ist hier vielleicht ein Mineshaft, dass ich mir trotzdem irgendwie Holz holen kann oder so? Ja. Und da sind noch, was ist das denn jetzt? Okay, ja, hier ist ein Mineshaft. Es tut mir leid, ich wusste das nicht, aber es ist halt häufiger auch ab und zu mal so, dass in der Nähe einer Lush Cave, ihr werdet mir das eh nicht glauben, oder? Bitte, also, es ist schon häufiger der Fall, dass neben einer Lush Cave auch mal ein Mineshaft sein kann. Und deswegen werden wir uns dann direkt, ja, Leute, wir werden uns jetzt gar nicht erstmal rumschlagen mit Stein, also wir werden uns eine Steinspitzhacke erstmal machen müssen, aber wir werden uns direkt erstmal ein bisschen Eisen gönnen und dann direkt so schnell wie möglich auf Diamanten gehen. Ich bin beim letzten Mal echt ein bisschen verzweifelt und habe verschiedenste Taktiken überlegt und bin am Ende an einem sehr, sehr, sehr bitteren im Tod gestorben. Ich habe aus diesen Fehlern gelernt, habe ein Jahr darüber nachgedacht und werde heute mit hoffentlich einer besseren Taktik das alles hinbekommen. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da. Es würde mich riesig freuen. Ihr könnt genauso gut diesen Kanal auch abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und bevor ich jetzt hier gleich von irgendeinem Monster weggeholt werde, während ich jetzt gar keinen Stuff habe, sollte ich mich schnell beeilen und die Diamanten holen. Und auf jeden Fall auch daran denken, dass ich keine Monster hitten darf. Wenn ich das tue, dann werde ich halt wegtippet von den Diamanten und das möchte ich halt nicht. Aber wenn dort in der Kiste direkt Eisen ist, dann könnte ich mir direkt die Eisenspitzhacke machen und direkt Diamanten abbauen. Also ich habe ja schon oft Minecraft immer wieder so verschiedene Welten gestartet und so, aber so ein Start in irgendetwas, in irgendeine Challenge, hatten wir in der Art und Weise halt echt noch nie. Aber gut, das ist ja schon mal irgendwie ein ganz gutes Zeichen. Bro, das kannst du keinem erzählen. Jetzt habe ich hier ein OP-Gap. Bro, was passiert hier gerade? Ich sage auch nochmal so viel dazu. In dieser Challenge gibt es halt die größten Hindernisse auf jeden Fall im Nether. Der Nether ist eine so große Challenge, denn es kann sehr oft passieren, wenn ich in Blazes töte. Also ich one-hitte in der Regel nicht Blazes. Und um überhaupt erstmal an Blaze Rods ranzukommen, muss ich so oft immer wieder zurück zu einer Festung laufen. Und das hat mir beim letzten Mal halt wirklich, wirklich, also es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe eine Blaze gehittet. Ich musste dann wieder hunderte Blöcke zurück zu dieser Festung laufen. Es war immer wieder ein absoluter Kampf und ich hoffe, dass wir da heute ein bisschen, ja, besser dran sind. Aber genau dafür habe ich auch ein paar Ideen. Und dafür kann mir eventuell der ein oder andere Diamant schon direkt helfen. Ja, okay, gar kein Problem. Habe ich jetzt zwei Diamanten. Aber ich habe jetzt zwei Diamanten, eine Eisenspitzhacke, einen OP-Gap, der mir, by the way, auch 5 Minuten Fire Resistance geben kann, was halt für diese Challenge halt unfassbar gut ist. Und ich glaube, ich sollte dann jetzt erstmal hier abhauen. Und das tue ich, indem ich ein Monster hitte. Und ich bin jetzt ein paar Blöcke über dieser Cave. Und dann machen wir jetzt den langweiligen und bauen uns halt hoch. Was wir auf jeden Fall auch brauchen werden, ist ein Dorf. Dorf ist für uns eigentlich die angenehmste Art und Weise, um Essen zu bekommen. Weil Essen über Monster, besser gesagt Tiere töten, also ein Schwein, kann ich halt killen. Es droppt mir dann auch Fleisch, aber ich bin halt dann weg von dem Fleisch. Also es liegt dann irgendwo am Boden und ich weiß nicht mal ganz genau wo. Deswegen sollte ich auf jeden Fall gucken, Essen über verschiedene andere Wege zu bekommen. Außer durch das Killen von Kreaturen.
dann würde ich eigentlich so schnell wie möglich auf den Ozean gehen, der hier in Richtung Norden auch ist. Denn auf diesem Ozean werden wir dann erstmal Eisen, Gold, Emeralds holen. Denn Gold werden wir unter anderem heute auch brauchen. Denn Fire Resistance ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wir werden dort mal gucken, wie wir das machen. Hallo. Na? Ich überlege, mache ich mir vielleicht... Ich mache mir gar keinen... Ich mache mir direkt ein Diaschwert, oder? Boah, also so lässt sich's aber auch leben. Okay, Kollege. Na dann, eigentlich würde ich am liebsten auf den Ozean dort einfach rausgehen. Aber wäre langweilig, come on. Mit was habe ich getauscht? Direkt mit einem Fisch, dann muss ich nicht dahin laufen. Hühnchen, ich wünsche dir ganz viel Spaß im neuen Leben. Wir sind beide 10 Blöcke teleportiert worden. Also das ist unfassbar. Also wie gesagt, wir brauchen guten Stuff. Ich muss mich heute vollkommen konzentrieren. Ich muss fokussiert bleiben. Ich brauche im besten Fall auch gute Enchantments. Looting 3 oder auch zum Beispiel Sharpness 5. Einen guten Bogen. Ich muss Monster one-hitten. Ich darf nicht so viel Zeit mit dem Töten einzelner Monster verschwenden. Das ist nämlich super anstrengend. Wenn ich nämlich 3 oder 4 Hits brauche für eine einzelne Blaze, das frisst so viel Zeit, so viele Ressourcen und das ist gar nicht gut. Und das sind alles Fehler, die ich am Anfang in dem ersten Try gemacht habe. Da habe ich noch so viele Fehler gemacht. Ich habe mit einem Eisengolem versucht, Monster zu töten und habe gar nicht gecheckt, dass ein Eisengolem nicht als Player-Kill zählt. Du kriegst nämlich nur Items von Monstern gedroppt, wenn es als Player-Kill registriert wird. Und wenn das ein Golem für dich macht, dann ist es kein Player-Kill. Beispielsweise, wenn ein Wolf das tut, dann ist es das. Aber die Wolf-Taktik, sage ich mal so viel, die lief auch nicht unbedingt so viel besser. Ja, also zum Glück könnt ihr nicht hier hinterher. Ich passe nämlich in jede Lücke rein. Bumm. Und eine kleine Eisenbombe. Zack, zack. Eisen. Ey, wenn ich anfange in einer Challenge Nuggets zu kratzen. Hallo, ich bin's übrigens. Dann ist das auch schon meistens ein Zeichen, dass es ernst ist. So, Jungs, ihr seid so mehr oder weniger meine Fahrkarte in Richtung Freiheit. Ja, nehmen wir uns halt Eisen halt mit. Ich wollte eigentlich über den Ozean Eisen farmen, aber dann machen wir das meinetwegen halt auf diese Art und Weise. So, Fledermaus, ich möchte wieder auf den Ozean zurück. Kannst du das machen? Ja, also Ozean habe ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Hallo, liebe Tropical Fische. Hallo? Danke, ohne Mist. Ich wusste schon immer, dass ich halt gut mit Fischen reden kann. Deswegen verstehe ich mich so gut mit Steak. So, Leute, wir brauchen Essen. Also klar, könnten wir auch rein theoretisch indirekt Monster töten. Das könnten wir mit einem Flint and Steel machen. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Ach, hab ich gesagt, dass ich mit einem Feuerzeug... Also Feuerzeug brauche ich später dann für... Ihr wisst schon, dann, ne, Portale machen und so weiter. Wir holen uns halt einfach mal direkt einen Lava-Eimer. Wir haben ja das Eisen. Bum, bum, bum. 1, 2. Also, wir können uns mal ganz kurz auf die Liste schreiben. Was sind alle Sachen, die wir brauchen für meine krasse Aktion? Ich brauche eigentlich Stärke 2. Das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht bedacht. Mit Stärke 2 und beispielsweise mit einem Sharpness 1 Dia-Schwert bin ich in der Lage, mit einem Crit Blazes zu One-Hitten. Dann im besten Fall noch Looting 3 dazu auf dem Schwert. Und dann kann ich halt wirklich mit Looting 3 Blazes One-Hitten. Und ich glaube, das wäre ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gut. Aber für Stärke 2 werde ich erstmal vorher eine Blaze töten müssen. Das heißt, wir haben trotzdem den großen Krampf, den wir zuvor hatten. Da werden wir im Nether wieder hin und her teleportiert und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen Glück dabei haben werden und das entspannter geht. Aber ich werde mich einfach vorher mit einer Menge Fire Resistance ausstatten, die ich über Piglins getradet habe und dann kann mir eigentlich ja nichts passieren. Prinzipiell habe ich einfach richtig Bock. Ich habe richtig Lust auf diese Challenge auch. So ein bisschen wirklich, es ist eine richtig schöne Tryhard-Challenge. Diese Challenge wird euch gefühlt nicht mal so schwer vorkommen, einfach nur, weil ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich sie am besten spielen soll. Eigentlich, ich müsste gar nicht durch die Welt laufen, sondern ich könnte einfach auf gut Glück einfach immer wieder ein paar Monster hitten, aber ich habe das Gefühl, dass das Glück nicht so auf meiner Seite ist, weil wenn ich euch jetzt töte, dann werde ich wohl eher nicht in diese Richtung weiter, vielleicht in Richtung eines Ozeans teleportiert, sondern echt eher in eine Höhle, oder? Es ist eine schöne Höhle, okay, da würde ich gar nichts sagen, das ist eine sehr schöne Höhle, aber, holy, was ist das für eine kranke Höhle, die ist ja insane riesig, aber so halt wirklich stabil traveln läuft damit nicht so gut. Jetzt mal ganz kurz warten. Das ist halt so eine richtig klassische Cave and Cliffs Höhle. Schon echt schön. Ich muss auch sagen, ne, Minecraft geht ja auch ums Caven. Und ich muss sagen, in Challenges wird viel zu wenig gecaved. Ich bin viel zu wenig einfach mal so im Untergrund und cave ein bisschen. Okay, sorry, ich wollte es machen. Ehrlich gesagt, ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, auch einen Enchanter zu machen. Ey. Ich kann nicht aufhören. Ich muss es machen, aber jeder von euch, also jeder, der das nicht fühlt... Leute, sorry, ne? Ich muss es machen. So, alright, Leute, es ist mal wieder Zeit, nach oben zu gehen. Hallo. Hahaha.
Ich mach das nie wieder. Ich baue mich einfach nur nach oben. Gerade eben waren wir noch ein bisschen auf entspannter Dia-Mining-Tour und jetzt auf einmal Puls ist ganz kurz verdoppelt. Okay. Oh, hallo Spinne. Kannst du mich nach oben teleportieren, bitte? Danke. Hier kommt Note. Bro, wenn heute noch was... Also, wenn mich was heute nicht schocken kann, dann wenn wirklich heute noch so... Bro, ich sehe es halt... Diese Kiste war so wunderschön bunt gefüllt. So stelle ich mir eine Schatzkiste vor. So muss es auch sein. Und was hier los ist mit der Minecraft-Welt, das weiß ich auch nicht ganz. Ab ins Boot, auf geht's. Es wird jetzt nochmal ein bisschen gelootet. Und wir brauchen immer noch ein Dorf. Wieso kann ich kein Dorf finden? Oh, da vorne war irgendwas. Ja, ich folge eigentlich nur den Blitzen. Die Blitze sagen mir, wo ein Dorf ist. Weil um diese Ecke ist ein Dorf. Ich habe es aber schon vorher gesehen. Hier können wir uns auf jeden Fall den hier schon mal snacken. Das kann weg, denn wir haben stark geschuftet, um uns das hier leisten zu können. Okay, das sieht so. Wirklich alles hat so null Durability. Das sieht richtig aus, als wenn ich mir das kurz im Game-Mode gegeben hätte. Aber ihr wart alle dabei und wisst, dass ich mir das legitim zusammengefarmt habe. Dann können wir uns direkt den Kollegen hier machen. Enchanter ist jetzt auch da. Also, Schatten ist 1. Ja, so Full Enchanter wäre cool, aber wir machen uns jetzt einfach mal FE1-Stuff. Und dann würde ich jetzt sagen, wir gehen auf Looting. So, 10 Obsidian passt. Aber ja, wie gesagt, also mir ist gerade also die Taktik, mehrere Portale um einen Blaze Spawner aufzustellen, finde ich ehrlich gesagt sehr interessant und damit einfach die Blazes in die Overworld zu locken, finde ich echt interessant. Ich würde aber trotzdem sicherheitshalber, trotzdem aber jetzt auf Looting 3 noch gehen. Looting 3 kann so oder so nicht schaden. So, 3 Stacks Pfeile. Ich denke nicht, dass wir also jemals so viele Pfeile verschießen werden. Aber allein ihn jetzt nur mal ein bisschen hoch zu pushen, ist, denke ich mal, ganz sinnvoll. Und was wir jetzt halt auch machen können, ist... uns einen Power 3 Bow machen. Power 2, Power 3. Ist das auch erstmal erledigt, haben wir einen stabilen Bow. Mit dem können wir rein theoretisch auch nochmal eine Menge anrichten. Und im besten Fall haben wir dann noch passenderweise Looting 3 dazu. Aber ich glaube, ich sollte erstmal nochmal weiter traveln in ein neues Dorf. Da mache ich mir dann einfach mehrere Fletcher und dann trade ich mir Dings hoch. Leute, wir müssen doch auch ehrlich gesagt, wieso travel ich eigentlich so? Wir sind ja immer noch in der Challenge. Ich will jetzt eigentlich ein neues Dorf finden mit mehr Villagern. Bumm. Bumm. Okay. Aber hier muss... Ja. Ich wollte schon sagen, hier muss mal eins kommen. Hoffen wir, dass dort ein paar mehr Villager sind. Perfekto. So, ja, wir brauchen halt schon halt ein paar Emeralds, ne? Looting 3 bei Liberian kostet halt immer schon ein bisschen. Und ich möchte es nicht auf dem Eisenschwert haben, ich will schon auf dir. Okay, 43, was sagt ihr? Wird schon reichen, ne? Looting 1 für 6. Hä, ich mach das. 1, 2, 3 und da haben wir die nächsten Bücher. Das ist im Prinzip Looting 3. 4, 8 und das wird nochmal 9 Level kosten. Ja, da müssten wir uns jetzt erstmal was einfallen lassen. Aber Looting 3 Buch ist auf jeden Fall am Start. Wir haben halt jetzt zwei Optionen. Wir könnten jetzt erst einmal in den Nether gehen mit den 28 Gold, die wir haben, Piglins traden. Hoffen, dass wir eine Fire Resistance bekommen. Wenn nicht, müssen wir noch mehr Gold holen. Genauso gut könnten wir jetzt aber auch noch mehr Obsidian farmen. Dann mehrere Portale bei einer Festung aufstellen und hoffen, dass dort Blazes in die Overworld gehen. Und wir töten sie in der Overworld. Wenn wir dann in der Overworld teleportiert werden, ist das nicht so groß, also nicht so ein großes Problem, weil wir auf jeden Fall nicht in den Lavasee TP'd werden können. Deswegen eigentlich gar keine so verkehrte Idee. So, Goldschuhe, Thorns ist nicht brauchbar. Wir werden dann hier nochmal das Obsidian abbauen und suchen noch weiter. Ich will noch mehr Obsidian farmen. Ich finde die Idee mit den Portalen bei den Blazes aufzustellen gar nicht so verkehrt. Wobei es gar nicht so dumm ist, vielleicht jetzt mal ein allererstes Mal in den Nether zu gehen, um das Gold erstmal zu vertraden, um zu gucken, ob wir Glück haben, was unsere Fire Resistance Ausbeute angeht. Je nachdem, was wir bekommen haben, können wir uns umschauen, ob wir eine Festung sehen. Wenn wir keine Festung sehen, dann stellen wir einfach wieder ein Portal irgendwo anders auf. Dann gehen wir mal in den wohl mit gefährlichsten Bereich, was diese Challenge angeht, und zwar der Nether. Im Nether haben wir zeitgleich auch den gefährlichsten Bereich. Und hier ist die Challenge leider super, super schnell auch vorbei. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall irgendetwas angreifen. Oh mein. Ja, gut. Ich hoffe mal, dass da keine Feierresi dabei war. Da ist nämlich schon direkt eine. Jungs, ihr seid die Besten. Oh, ey, ohne Mist. Sie geben mir Fire Resistance und töten den Hoglin. So, was wir hier haben, ist eine Bridge-Bastion. Nein, das ist eine Treasure. Boah, also eine Treasure zu spielen, wäre halt schon geil. Aber auch riskant. So, hier kommt auf jeden Fall keiner rein. Aber ich komme rein. Und das ist genau das, was wir wollen.
Oh mein Gott. 5 Ancient Debris. Mein Gott. Bro, was ist denn das für ein Loot? Magma Cream, wir können uns damit Fire Resistance machen, sobald wir Blaze Rods haben. Ein Netherite Ingot, einfach Traum. Und Unmengen an Gold. Alles gelootet. 13 Goldblöcke, umgerechnet 9 Ancient Debris. Leute. Oh mein Gott, wir haben 2 Netherite Pieces. Haben dazu Unmengen an Gold, haben sogar Magma Cream. Die zu bekommen ist ja echt schwierig, wenn du halt keine Monster an sich eigentlich hitten solltest, weil wenn ich einen Magma Slime töten möchte, das dauert echt lange. Also das ist halt echt eine Riesenbereicherung. Jetzt brauchen wir basically nur noch den Spawner und vielleicht kriegen wir aus diesen 13 Goldblöcken sogar alles, was wir brauchen an Enderperlen. Und auf jeden Fall Fire Resistance werden wir auch bekommen. Oh mein Gott. Jungs, ihr seid die Besten. Oh ja, das ist super schmackhaft. Also, jetzt können wir uns auch Looting 3 gönnen. Traum, wirklich. Noch. Oh mein Gott. Leute, wir spielen 1,18, wir haben 10 Enderperlen. Ey, das kannst du nicht fassen. Das ist so gut. Nochmal Enderperlen, wir haben 12 Stück. Wir haben eventuell, wenn wir Glück haben, genügend Enderperlen für diesen Run. 14 Enderperlen. Ausgangslage ist sowas von fantastisch. Jetzt noch eine Festung und dann müssen wir diese Festung einfach gut zu Ende spielen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Obsidian. Habe ich gerade nochmal Enderperlen bekommen? Ja. Ich spiele die 1.18. Ich spiele 1.18. Digga. Hä, wie oft haben sie denn gegeben? Es ist so dreist, aber es ist so gut. Also das ist ein Traum. Ein absoluter Traum. 19 Enderperlen. Smithing Table. Hose. Netherite. Und das Schwert machen wir aber auch erstmal auf Netherite. Damit machen wir nochmal mehr Damage. Und sobald wir mehr Level haben, werden wir by the way auch die Hose enchanten. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Netherite-Rüstung zu haben, die nicht enchantet ist. Da ist noch eine Treasure-Bastion. Oh mein. Ey, lass uns doch direkt eine Basis aufbauen. Gut, naja, also wenn man halt jetzt schon mal so eine Treasure-Bastion vor sich hat, dann würde ich schon eigentlich sagen, hey, da müssten wir halt schon wieder den Klassiker machen. Wir machen wieder den Basic-Trick. Naja, er ist da halt selber drauf getreten. Also, ich hab damit ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. Bro, das war der krankeste Jumpscare meines Lebens. Bro. Der kam vom Himmel. Wieso habe ich mir eine Hose gecraftet vorhin? Man muss das mitnehmen. Jeder von euch fühlt es. So, Treasure-Bastion Nummer 2. Nochmal 12 Goldblöcke. Und ich bin 2 Diamantteile reicher. Hab dazu nochmal eine Netherite-Hose, Netherite-Sword. Übertreiben wir? Nein, oder Leute? Also, das passt schon. Wofür Glowstone? Ja, für uns Stärke 2 machen können. So, wie wäre es denn jetzt mal mit einer Festung? Eine Festung wäre fantastisch. Ich glaube, wir haben gefunden, wonach wir suchen. So, was haben wir denn für eine Festung? Ist das eine Festung, die zufälligerweise vielleicht nicht so krass auf einem Lavasee liegt? Das wäre vorteilhaft, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass wir mit Stridern getauscht werden. Basalt Delta. Okay, da ist natürlich jetzt aber auch nicht so geil. In einem Basalt Delta wirst du höchstwahrscheinlich dann auch mal mit einem Magma Cube geswitcht. Ja, das fände ich jetzt auch nicht so toll, weil dort fällst du auch mal ganz gerne ein wenig tief in Lava. Aber soweit ich das hier beurteilen kann, ist hier nicht wirklich viel Lava. Der nächste Lavasee wäre erst hier. Klar, könnten wir dorthin auch gemoved werden. Aber ich würde jetzt erstmal einfach gut Glück probieren, mit 2 Schlägen Blazes zu töten. Und sobald wir dann 2 Blazes haben, oder eine Blaze haben, dann können wir mit dem Blaze Powder nicht nur einmal ein Brewing Sand powern, sondern wir könnten auch mit dem Blaze Powder uns eine Stärke-Push machen. Noch nie gesehen. Ich schwöre, noch nie gesehen. 3 Goldschwerter und das ist das einzige in der Kiste. Okay, Leute. Dort ist eine Blaze. Die Koordinaten hier. Ich muss mir ungefähr merken. Oh Gott. Ich muss mir ungefähr merken, wo wir sind. Minus 760 und 270. Ich trinke eine Fire Resistance. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir nicht zu weit teleportiert werden. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Und ich glaube, der Weg zurück ist nicht weit. War das hier unten? Das war unten bei dem Warzenraum. Wenn wir sie jetzt nochmal. Ist die. Oh Gott. Die hier war's. Oh mein Gott, haben wir Glück. Wir sind oben mit einem Zombie-Pigment tippiert worden. Dort unten müssten jetzt... Wir haben es mit Looting 3 auch gemacht. Dort unten müssen jetzt Rods liegen. Yes! Let's go! Und zwar 3 Stück. Wir können uns Stärke-Potions machen. Und wir können die Blazes jetzt one-hitten. Und das ist ein absolut großer Gewinn. Ey, wir könnten halt sogar noch ein bisschen lockerer spielen, weil, ganz ehrlich, wir hatten gerade richtig großes Glück. Und ich glaube, diese Festung ist halt optimal von der Lage. Wir sind sehr weit weg von Ghasts. Wir sind sehr weit weg von dem Lavasee. Und können halt eben auch nicht mit einem Strider geswitcht werden, gefühlt. Aber ich möchte das Risiko trotzdem nicht herausfordern. Ich möchte das hier wirklich sauber und safe zu Ende spielen. Wir machen unser Portal. Stellen den Lachs hier auf. Und dann machen
machen wir erstmal ein bisschen Potion. Wir haben echt viele Enderperlen. Und dadurch, dass wir mit unserem starken Schwert plus Stärke 2 sie gleich one-hitten, ist basically die Taktik, Enderperle nehmen, hochwerfen, Blaze critten. Ich werde irgendwo hin tippet. Enderperle bringt mich wieder zurück zu dem Spot, an dem ich die Blaze gekillt habe. Dann müssen wir gar nicht anstrengend zurücklaufen und haben einen sehr, sehr angenehmen Verlauf in dieser Challenge. Besser kann es momentan wirklich nicht laufen. Es sieht so aus, als hätten wir alles, was wir brauchen. Und deswegen gehen wir jetzt zurück in den Nether, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, wir werden es hier machen. Hier kann ich nach oben werfen. Ich hoffe, dass das alles klappt. Leute, wünscht mir Glück. Fire Resistance. Stärke. Alright. Oh mein Gott! Okay, alles gut. Ey, sie droppen keine Rods? Doch, 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 wir haben 4. Aber die erste hat nicht gedroppt, ne? Okay, wieder gut. Gut, Leute, alles ist alles vollkommen unter Kontrolle. Die nächsten Rods. Wir haben 6 Stück und noch 16 Enderperlen. Die Taktik geht auf. Die Taktik geht perfekt auf. Es ist nur noch ein Drop. Ein Drop entfernt. Come on, bitte. We back. 14 Enderperlen sollten reichen. Come on, bitte. Bitte hat die 3 oder 4 oder was auch immer. Viele gedroppt. Let's go. Eine. Egal, meine Damen und Herren, wir haben 14 Enderaugen. Das ist perfekt. Es reicht aus. Jetzt müssen wir nur noch lebendig herauskommen. Hallo, ja, schönen guten Tag. Oh mein Gott, Leute, wir haben es perfekt ausgespielt. So was von sicher, souverän runtergespielt. Aus den Fehlern von vor einem Jahr gelernt und alles besser gemacht. Wirklich, ich habe vor einem Jahr mir so die Zähne daran ausgebissen. Aber so spielt man das Ganze souverän runter. Perfekto. Und jetzt trennt uns nur noch ein kleiner Weg in Richtung Stronghold. Oh mein Gott, Leute. Alter, was ein Traum. Wie geil. Der ganz große Vorteil war halt wirklich, dass wir one-hitten konnten. Dass wir nicht zweimal die Blazes anhauen mussten. Weil, stell dir mal vor, ich hätte da jetzt immer wieder hin zurückgemusst. Dann hätten wir so viele Enderperlen erstens verbraucht. Ich habe auch so viele Enderperlen verbraucht, ne? Also ich habe insgesamt 5 Stück jetzt gekillt. Es hat alles perfekt zusammengepasst, dass die Piglins so viele Enderperlen gegeben haben, dass wir überhaupt erstmal in diese Situation gekommen sind. Da sind super viele Indikatoren zusammengekommen. Ich bin richtig, richtig erleichtert, dass das jetzt so geklappt hat. Wirklich. Insane. Wir haben jetzt alles zusammen, um auf jeden Fall in Richtung des Strongholds zu gehen. Und wir sind wirklich insane gut dabei. Also die gesamte Vorbereitung, dass wir das Ganze auf eine sichere Art und Weise durchgespielt, also ausgespielt haben, hat sich wirklich gelohnt. Ich würde einfach mal sagen, wir machen uns auf den Weg in Richtung des Strongholds und wir müssen auf jeden Fall aufpassen, denn wenn wir den Drachen hitten, dann werden wir eben auch mit einer zufälligen Kreatur geswitcht. Das Ding ist, im End gibt es ja auch nur, also in der Regel eigentlich nur den Enderdrachen und Enderman. In den End-Cities ganz weit weg gibt es Schalker. Ich denke nicht, dass wir mit diesen getauscht werden, sondern es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir mit Enderman getauscht werden. Wir müssen aufpassen, dass wir dann kein Enderman hitten, weil dann könnten wir mit dem Drachen getauscht werden und einfach an Fallschaden sterben. Aber lass uns noch gar nicht so viel über das Theoretische reden. Lass uns ganz kurz nochmal ein bisschen Holz mitnehmen und dann machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg in Richtung des Strongholds, wobei wir aber relativ weit weg sind vom Spawn. Enderauge Nummer 1. Es geht in Richtung Südwesten. Danke, dass du nicht kaputt gehst. Wollen wir mal einmal spaßenshalber einmal kurz testen? Oh Gott, okay. Kannst du mich nach oben bringen? Wir lassen das lieber. Alright, Enderauge geht weiter in Richtung Südwesten. Wir haben hier ein Dorf, einen Pillager-Outpost und nochmal ein Dorf. Und auf jeden Fall haben wir noch kein kaputtes Enderauge. Jetzt habe ich es aber leider, glaube ich, ein bisschen gejinxt. Kannst du jetzt mal bitte zurückgehen? Ja, danke. Merci beaucoup. Und bitte nicht... Ich hab's vorhin aber auch so gejinxt, ne? Nun ja, okay, wir können es auf jeden Fall schon mal ein bisschen einordnen. Ah, gut, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr rausfinden. Okay, es ist auf jeden Fall unterm Ozean. Das ist schon mal good to know. Okay, sehr nice. Ich glaube, ich würde jetzt wissen, wo der Stronghold ist. Dementsprechend, ich würde mich einfach mal probeweise an ein paar Stellen hier runtergraben. Irgendwo hier zwischen Festland und dieser schluchtartigen Geschichte sollte er sein. Wovor wir auf jeden Fall aufpassen sollten, sind Silberfische. Silberfische, wir machen uns beide mal einfach nur, weil wir es auch können. Vor Silberfischen müssen wir sehr gut aufpassen, weil die schlägt man aus Reflex einfach dann mal schnell. Ich sollte dann auf jeden Fall eher den Lava-Eimer nehmen. Und Leute, wir haben ihn erreicht. Wir müssen jetzt, wenn wir hier durchgehen, Leute, wir müssen jetzt sehr, 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 sehr gut darauf achten. Wir dürfen jetzt echt niemanden angreifen, auch wenn sie uns angreifen. Das Wichtige ist, ich würde
gerne nochmal in die Bibliothek vorbeischauen. Vielleicht sogar für ein noch stärkeres Powerbuch. Power 5 wäre halt fantastisch. Infinity brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, weil wir haben 3 Stacks Pfeile. Aber wir sollten uns noch nicht zu sicher fühlen. Wir spielen das Ganze super souverän. Reden runter. Noch nie gesehen. Ich schwöre, noch nie gesehen. 2 Enderperlen in einer Kiste. Aber cool, auf jeden Fall. Richtig gut. Das heißt, dass wir auf jeden Fall noch Enderperlen on the go haben, die ja sehr praktisch sind, um einerseits Fallschaden zu dämpfen. Und ja, dann haben wir sogar 3 Enderperlen übrig. Wir haben einen One-Eye. Dich darf ich leider nicht schlagen, aber guck mal hier. Hopp. Huch. Okay, Bibliothek wurde jetzt nicht gefunden. Was wir jetzt aber erstmal machen, Kürbis, wichtig. Und wir können sogar noch ein, also dieser Run ist wirklich, was das angeht, echt sehr besonders. Wir können uns noch einmal gönnen. Und zwar nochmal bessere Rüstung. Proch ist nicht so unbedingt geil. Wir gönnen uns hier nochmal Protection. Wobei der Helm ist super sinnlos, denn dafür habe ich den Kürbis. Aber wir sind auf jeden Fall trotz dessen auch ohne einen Helm auf 8,5 Armor Bars. Ich liebe dieses Geräusch. Es wird mal wieder Zeit, meine Damen und Herren. Es kann alles ganz schnell zu Ende sein, weil wir sind zwar krass equipped, wir haben Netherite-Stuff, alles drum und dran, OP-Gap, aber all das rettet uns nicht, sollten wir ins Void fallen. Deswegen bitte nicht ins Void fallen. Bitte alles, aber nicht ins Void. Enderperlen für den Fall der Fälle auch schon mal erstmal sehr, sehr, sehr gut. Leute, es wird ernst. Lass uns gemeinsam Minecraft durchspielen. Es wird Zeit. Wir müssen auch darauf achten, wir dürfen keinen Enderman hitten, Leute. Sollten wir ein einziges Mal einen Enderman hitten, gibt es auch die Gefahr, dass wir mit dem Drachen getauscht werden. Und mit dem Drachen würde ich ungern getauscht werden, weil joa, wir haben kein Feather Falling, wir haben auch keine Slow Falling Tränke. Also, basically, wir würden sterben. Oh mein Gott, ich habe dem Drachen gerade Schaden gemacht durch die Explosion. Ich habe es gerade erst gar nicht so gecheckt, ne? Aber ich wurde jetzt getauscht mit einem Enderman und das ist nochmal gut gegangen. Aber ich muss mir angewöhnen, eigentlich gerade nicht auf die Kristalle schießen, wenn der Drache in der Nähe ist. Und vor allem, wenn ich dem Drachen Damage mache, auf keinen Fall sich jetzt groß bewegen. Oh mein Gott, alright. Das müsste der letzte gewesen sein. Leute, es wird Zeit. Ich weiß nicht ganz genau, wie wir das jetzt alles machen. Also wir können es mit Pfeil und Bogen machen, aber wir haben aktuell jetzt noch eine Stärke 2. Und ich würde sagen, ich nehme die Stärke 2 beim nächsten Purge und gehe dann erstmal in die Mitte. Also, einmal Stärke 2. Das wird jetzt ein relativ kurzer Auftritt. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich stand genau an der Kante. Aber ihr habt gesehen, was der eine Hit jetzt reingedrückt hat. Das war richtig mächtig auf den Kopf. Mit Stärke 2. Und jetzt kommt der nächste. Also, das ist echt mühselig. Aber solange wir das so machen, kommen wir ja voran. Aber langer Purge. Das gefällt mir. Und jetzt können wir auch reintritt mit dem Bogen rein. Nur wichtig, stehen bleiben. Und das war, by the way, Take Aim im End. Aber in der Challenge, es ist okay. Stärke 2 ist mittlerweile leider vorbei. Aber den Hit, den kann man mitnehmen. Also es ist schon krass, was wir für Damage gerade machen. Wir haben, wie gesagt, einen Power 3 Bogen. Das Netherite Sword haut auch ordentlich rein. Und bis jetzt sind die Teleports eigentlich noch ganz angenehm. Ey, das ist aber auch wirklich jeder einzelne Hit. Und noch einmal hinlaufen. Aber nun ja, ich meine, wir kommen momentan eindeutig voran. Und das ist am Ende die Hauptsache. Aber man trifft automatisch so viel mehr. Weil jeder Pfeil komplett überlegt war. Oder ist. Ganz kurze Frage. Was war jetzt? Der Drache hat einen Enderman nach oben in die Luft geschleudert. Und ich wurde mit dem geswitcht. Und ich glaube, es hätte rein theoretisch sein können, dass ich sogar an Fallstand sterbe. Weil ich nicht mal full life war. Und der Kollege war relativ weit oben. Oh, ich habe daran gar nicht gedacht, dass das passieren könnte. Leute, es sieht so aus, als wenn wir ein weiteres Mal hoffentlich Minecraft durchgespielt bekommen. Ist es vielleicht sogar der letzte Hit? Leute, ihr seid mal wieder dabei, wie wir es erfolgreich geschafft haben, Minecraft durchgespielt zu haben. Und zwar, ohne dass wir wirklich eigentlich dabei sind. Leute, es ist mal wieder soweit. Wir hören es zwar nicht mal, jetzt aber. Wir haben es erfolgreich geschafft, nachdem wir 2021 diese Challenge eigentlich schon
Ja, ehrlich gesagt, ich hatte da echt gar keine Lust mehr drauf, weil der Nether so frustrierend war. Aber heute haben wir das sowas von souverän runtergespielt. Wir haben aus unseren Fehlern von vor einem Jahr sehr viel gelernt und wussten jetzt ganz genau, wie wir das Ganze viel besser machen können. Und ich muss ehrlich sagen, das haben wir auch am Ende richtig, richtig gut gemacht. Hat super viel Spaß gemacht. Die Enderperlen-Looting-Stärke 2-Taktik war halt wirklich strong. Und ich glaube, dass wir hier mal wieder eine super Challenge abgeliefert haben. Sollte euch das Ganze gefallen haben, lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch allen nur das Beste. Danke, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream wiedersehen können. Und ich wünsche euch was. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.